So, meine Lieben, denn wir sind zurück bei Oxides. Ich hasse es jetzt schon. Ich hasse es einfach nur. Ich sitze aber jetzt hier euch zuliebe und werde versuchen, mich jetzt hier weiter durchzuwühlen. Wo waren wir denn überhaupt? Ja. Ach ja, genau. Was mich brennend interessieren würde, es war ja bis jetzt so, ich habe die Box bei mir, dass wir immer den Code für das, was wir gefunden haben, auch in den entsprechenden Räumen gefunden haben. So. Und das Problem, was ich jetzt habe mit dieser Box, ich muss jetzt mal gucken, wo habe ich denn die eingesammelt? Wo habe ich schon die Alter, die Klappe, ihr Viehzeug. Wo habe ich mir das jetzt hier hingekritzelt? Moment. Die Box war aus dem Casino. So. Was ich mir natürlich nicht aufgeschrieben habe. Wo das scheiß Casino war. Okay, spielt auch keine Rolle. Geh weg. Es muss... Ja, ein Schlüssel stecken. Ekelhaft. Es muss ein Schlüssel stecken. Da, wo das Casino ist. Und ich glaube, das war hier unten. Würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt kommt wieder die schreiende Frau. 108. Warum sollte das Casino eine Etage höher sein? Das ist jetzt so der Punkt. Ich bin so gut. So, okay. Am Tisch bei uns im Zimmer war ja auch... War das bei uns im Zimmer? War ja auch so ein komischer Code. Das haben wir aufbekommen. Hier alles durchsucht. Looks like some kind of liquor. Da ist ein Herz drauf. Looks like some kind of liquor. Achso, weil es Casino ist. Okay, was kann ich hier? Oh. Aha. 11, 21, 34. Jetzt schauen wir mal, ob. Nein. Ob irgendwas davon hier zutreffen. Ach nein, nein, ich bin gleich wieder zurück. Das ist ja auch Quatsch, ich bin gleich zurück. Ich muss ja nur. I have to get to the entrance of the motel. Ich muss ja nur einen Raum finden, wo ich eine Kiste habe. Und ich glaube, hier müssen wir eh noch rein, ne? Nee, müssen wir nicht. Das war nicht der Baby. Was war denn der Babyraum? 103. Dann gehen wir doch dahin. Vielleicht können wir da gleich das Rätsel lösen. Müssen wir gucken, was in der Box ist. Ob wir es überhaupt im Casino-Raum benutzen müssen oder eben nicht. How can I get inside the motel? Also Raum 103. Kann man die Dinger abschießen? Ich weiß es nicht. Ich möchte einfach meine Munition nicht verschwenden. So viel habe ich ja nicht mehr. So. 101. 103. Weil hier haben wir eh noch ein Rätsel zu lösen. Einhundertelf an die Zeichen im Tisch im Übrigen. So, okay. Weil hier haben wir eine Kiste. Zwei. So. Dann schauen wir mal. Weiß ich in welcher Reihenfolge? So, 11. 21.
34. Okay. It looks like the key to one of the rooms. 209. Okay. So, was tun wir hier? So, jetzt ist es, ja. Was tun wir hier? Oh, hier ist noch Text. Wo bin ich? Dieser Ort. Bin ich im Hotel? Wo bin ich? Bitte, jemand soll mir helfen. Hilfe. Evil. Okay. Da alles in diesem Raum total gräuslich ist, inklusive dieses Bübis und die Ente das einzige niedlich ist, habe ich die Befürchtung, ich muss an diese Ente. Nein, nein, nein. Oh, man kann es töten, wie schön. Kann ich hier natürlich reinglotzen. Okay, Text. Ich höre immer wieder Stimmen und ich spüre diese Präsenz immer mehr in meiner Nähe. Ich glaube, ich werde verrückt. Ich wandere nicht mehr im Hotel herum und ich versuche, in meinem Zimmer zu bleiben, wo ich mich sicher fühle. Obwohl ich mir dessen jetzt nicht mehr so sicher bin. Alle anderen haben große Angst. Es passieren immer wieder schlimme Dinge. Und obwohl immer eine natürliche Erklärung gibt, scheinen sie kein reiner Zufall zu sein. Okay. Noch was hier? Nee. Also. Ein Entchen. Oh. Job. There is a name on the label. Job. Okay. Oh, man kann Licht machen. Schön. Job. Hier ist ein O. Ich weiß nicht. O. It looks like some kind of demonic symbol. Ja, okay. Was? Warte mal. O. Was hatten wir noch hier? N. Da ist noch ein Brief. Verbände, das ist gut. Was will dieses Motel von mir? Warum bin ich an diesem Ort gefangen? Was ist dieses Motel? Seine Wände werden immer kälter und der Geruch des Todes stärker. Ich muss hier raus. Ich kann nur an Flucht denken. Ich glaube, ich werde verrückt. Okay, das war von uns. Das ist ein V. Oh, krieg ich denn das Wort Job? J, okay. Und B. I can't carry anything else. Ah, okay. Warte. Das ist das B. Moment, kann ich das? Ich weiß nicht, ich kann hier keinen Platz anwählen. Es ist ja egal. Wir versuchen es mal. J. Warte mal. O. Das wäre aber äußerst simpel. Also, ich hätte jetzt eher das Wort Eva oder so gelegt. Aber wenn das da auf dieser Ente steht, wie gesagt, das Indiz ist, weil es das niedlichste in diesem ganzen Hotel ist. Nein. That thing isn't there anymore. Oh ja. Ein Schlüssel. 202. Okay. Also 202, 209, das ist gut. Dann gehen wir jetzt einfach eine Etage höher. Der Raum hier ist anscheinend erledigt. Okay. Gehen wir eine Etage höher. Ich habe ja, die Hand in der Hand. So. Ich muss aufpassen, wo ich hinlaufe. Der Knoblauch liegt immer noch da. Ja, wäre schön, wenn er mir helfen würde. Das war 110, da waren wir schon drin. Also gut, man kann die Dinger anscheinend erschießen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, meine Munition da zu verschwenden. Oh, der war gut. It's locked.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich rein möchte. Aber gut. Hat gespeichert. Hier ist... Irgendwie ist irgendwas. Obligatorischer Blick ins... Mach hinne! Ey, wirklich. Noch 8 Patronen, okay. Aber ich finde ja hoffentlich welche. Noch eine? Nee. An empty toolbox. Okay. Wenn du weißt, dass sie leer ist, ohne reinzugucken. There is nothing interesting in this book. Bin ich ein schlechter Mensch? Bin ich ein Opfer? Ich bin ein Opfer, so. Mein Fehler ist, ein Einzelgänger zu sein und niemals Fragen zu stellen. Ich hatte nie ein leichtes Leben. Zuerst meine Eltern, dann änderte sich mein Leben komplett und mein Stiefvater. Okay. I don't like the sheets. Er mag die Sitze nicht. Wenn es dein eigenes Problem ist, dein einziges Problem ist... It's a metal figure of a turtle. Okay, schön. Gegen Gift wahrscheinlich, ne? Und ein Schlüssel, aber ein anderer. 203. Okay. Und ein Gegengift. Gut. Keine Patronen. Wo waren... Okay, wir lesen den jetzt. Ich sah ihn. Ich sah den Mann in Orange. Ich wusste, ich war nicht allein. Ich verstecke mich in einem Schrank im Gemeinschaftsbereich. Ich glaube, er sucht mich. Ich habe solche Angst. Ich dachte, ich wäre bereit, aber ich bin es nicht. Ich will nicht, dass er kommt. Ich will nicht sterben. Ich finde es gut, dass die Zettel verschwinden. Aber bin ich doof? Hier war da eben noch einer, oder? Ach, hier. Wut. Wut. Ja. Evil, komm, ja. So. Okay. Ins Bad können wir nicht. Okay. Ich muss mir mal aufschreiben, wo Kisten sind, für den Fall zum Beispiel einer Vergiftung, dass ich dann zurück kann. Ich wüsste jetzt hier oben zum Beispiel nicht, wo eine Kiste ist. Auf der Etage, erschreckenderweise. Warte mal, 210 war ich schon drin. 206. Ach cool, da komme ich hier direkt hoch, das ist cool. 202. Nee, ich will erst eine Kiste. Moment. Die Geräusche sind schon cool gemacht hier. Ah ja. 209. Oh. Geh weg, Hand. Mal gucken, was hier war. Kisten sind einfach unglaublich wichtig. Hier war keine. Okay, vielleicht ist auf der Etage auch keine. Das ist doof. Dann gehe ich kurz runter. Ich bin gleich wieder da. So, wir sind hier. 202 und 203. It's locked. Da ist ein Symbol für leichte Brennbarkeit. It's locked. Okay. Warum sieht der Schlüssel anders aus als alle anderen? Oh, da läuft Blut runter vor. Wähle die richtige Tür.
wonder if I can climb that ladder. Ja, Mahlzeit. Kann man die Dinger nicht töten? Ach doch, anscheinend jetzt kommt kein A. Okay. Ah, okay, okay. Toll, zwei Pistolen, Kugeln. Toll. Die kommen immer wieder, toll. Hast du schon immer andere betrogen? Andere Leute haben mich schon immer über den Tisch gezogen mit ihren falschen Lächeln. Sie alle verdienen, was ich ihnen angetan habe. Sie alle haben es verdient. Was zum Teufel passiert mit mir? Das bin ich nicht. Ich bin kein Betrüger oder schlechter Mensch, der ist in meinem Kopf. This room is marked on the map. Ah, okay. Ach, toll. Jetzt habe ich meine Patronen verballert. Ich muss da irgendwie hoch. Frage ist halt, ob man das irgendwie anzünden kann. Ich denke mal. Keine Kugeln mehr, ich Idiot. So, jetzt gehen wir nochmal da rein. I have to get to the entrance of the motel. Ich denke da so an Resident Evil, ne? Bitte nicht schießen, ne? Wo ich mich schön in die Luft gesprengt habe. Ich Idiot, weil ich geschossen habe. Mahlzeit. They look like old gas cylinders. Was passiert mit mir? Warum fühle ich das? In mir ist so viel Hass. Evil. Ach so, ich darf ja nicht. Hahaha. Siehst du? Das wäre fast schon wieder passiert. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. I can't breathe. Really bad. Ja, ja, ist gut. Zwei. How can I get inside the motel? Ja, das Problem ist, wie komme ich da dran vorbei? So offensichtlich gar nicht, ne? Wartet mal, mir fällt gerade was ein. Eva. Ja, Eva. Ich möchte die Dokumente lesen. Wie kann ich denn die Dokumente lesen? Matthew. Ach so, Moment. Irgendwo stand was, wo ich gesagt habe, ich verstehe das nicht.
203 und 303. 203, das ist ein spezieller Raum. Ach so, das ist der. Okay. Dann hatte sie recht. Das ist eine Verbindung nach oben. It looks like this was lit just a bit ago. Okay. Aha. Wer bin ich? Was ich hier tue? Evil. Okay. Wir warten kurz. So, funktioniert das? I don't think that's going to work. Nicht. Ah! Food oil. But the drum appears to be empty. Ist leer. Okay, also anscheinend brauche ich wirklich irgendein Öl, damit das brennt. Das ist eine Klappe. Ja. Mal gucken, wo wir landen. Kommen wir danach? Nee, wir müssen ja hoch. Durch die Klappe kommen wir bestimmt nicht hoch. Ach, jetzt bin ich im Bad. Wie, oh mein Gott, Patron. Moment. Ja. Wir haben ja hier noch 3 Stück sogar. Oh. Bist du so behindert, ey, dass du dir die Tür selber funk. Guck mal an, wir sind hier. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ach, da. Oh. Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst. Really bad. Ja, ist gut. Hier. Nein, hier. Los, raus. Beweg dich doch einfach mal, Kumpel. I can't breathe. Hier runter, scheiße. Ach, scheiße. Nein, wir schaffen es nicht. Oh, kacke. I feel really bad. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich es natürlich bei mir gehabt. Komm, lauf. Schaffst du noch. Komm. Oh. You bore me. I keep dying and dying again and again. I thought we had already talked about this. But what can I expect from you? Okay, from the beginning, I need to know what the girl you brought was researching. I'm risking my neck, you know? So, we're going to try it one last time. Do it right, or I'll make you into dog food. No hard feelings. By the way, one last thing. You could be lighter if you had extra money. Ich bin so bedient, echt. So, wir sind wahrscheinlich schon beim nächsten Mal tot, weil wir haben auch keine Körperteile mehr. Das ist wahrscheinlich so wie in Resident Evil, ne? Der sitzt da in dieser Wanne und wird dann in so komischen Welt projiziert.
Mann, steh auf, ich hab das schon 100 Mal gesehen. Oh, shit. Und halt einfach die Klappe. My clothes. Verwischt immer mehr. Ah, wie hübsch. Weißt du was? Du kannst mich echt am Arsch lecken. Wirklich. Du kannst mich einfach mal am Arsch lecken. Get out of this room. It's locked. An empty bucket. Ah. How can I get inside the motel? Ich muss jetzt alles neu machen. Ja. It's locked. Ich darf alles neu machen. It's locked. Ja, klar. Gurke mit. Okay. It won't open. Sauerei. Wirklich. Nein. It's locked.
I don't need this now. So. Metal canister. I don't know what's inside. Dann glotz es doch rein. Toilet paper. Fluffy, but kind of dirty. Ah. Okay, Ruhe. A piece of stale bread. Ja. Trockenes Brot, ja. Dietrich, okay. Nee, 209, okay. Ich meine, ich weiß ja nicht, vielleicht müssen wir jetzt nicht alle Zimmer nochmal machen, das wäre super. Gehen wir mal hoch, direkt. I have to get to the entrance of the motel. Ja, das tun wir ja. Die Tür. I don't need this now. Hör auf, so theatralisch zu sein. Ich weiß gar nicht mehr, was hier war. Nee, hatte ich mir auch nicht aufgeschrieben jetzt in der Eile. Was gibt. Na toll. Irgendwas macht hier noch Geräusche. Das scheint aber. Oh, okay. Ja, fantastisch. Wo? Ey, es ist echt nicht euer Ernst. Keinem Spiel so dermaßen schlecht. An old wasp bowl with some discharge. Was habe ich jetzt hier bekommen außer Munition? Schlüssel fürs Bad. Okay. Frage ich jetzt für welches Bad? Weil, ja, ich habe jetzt keine anderen Schlüssel mehr. How can I get inside the motel? So krank, echt.
ganze Munition an diesen Scheißdingern, ey. So, ja, und wo soll ich jetzt hin? Welche Tür darf ich jetzt betreten? It's locked. Gut, also ich brauche definitiv Schlüssel. Keine Kiste mehr. Also nichts, wo ich jetzt... Oder? Moment. Nee. Nee, hier ist nichts, was ich jetzt vom Pool holen könnte. Das heißt, ich brauche die nicht mehr. Ja, aber wo soll ich denn jetzt hin? Wo war denn jetzt noch eine Bartür offen? Oder eine Bartür, wo ich nicht rein konnte, sagen wir es mal so. Gucken, hier vielleicht? Hier. Doch, die ist offen. Scheiße. Gut, also hier war es nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Du kriegst ja normalerweise immer einen Schlüssel, um weiterzukommen, ne? Was jetzt hier nicht der Fall ist. Ja. How can I get inside the motel? Genau, aus unserem Bad sind wir ja rausgekommen. Ja. Das heißt, ich habe keine Ahnung. Wohin? Die Türen sind alle abgeschlossen und ich werde jetzt auch nicht jede einzelne Tür ausprobieren. Ja? Um irgendwas herauszufinden, ob vielleicht irgendeine Tür offen steht. How can I get inside the motel? Ja, keine Ahnung. Achso, ich kann natürlich mal gucken, ob ich das jetzt... Habe ich das jetzt übersehen? Habe ich nicht geguckt? Moment. Nein, hier hängt kein Schlüssel. Oder ich habe ihn vorhin genommen. Das weiß ich jetzt nicht. Boah. It's locked. Nicht, dass da drunter ein Schlüssel ist. Get to the entrance of the motel. Da muss man die Richtung nicht merken. Eine Richtung.
Die Musik wird auch sehr, sehr eindringlich und ich möchte fast sagen, mittlerweile jetzt auch nervig. Ja, weil es eh immer das Gleiche ist. It's locked. Ja, weißt du doch nur. I don't need this now. Weiß nicht, ob ich den... Ich glaube, den Dietrich kann man nicht verwenden. An den beschlüsselten Türen. Ja, genau. Das war's. Ja. Euch zwei Schätzzettel könnt ihr euch mittlerweile echt in den Hintern schieben, ganz ehrlich. Was ist das für ein Geräusch? Als wenn irgendwas brennt. Ja. Ja, geil. Da liegen ein paar Patronen, habe ich gerade gesehen. Ah! Ja. Lad nach jetzt, du... Könnt ihr jetzt denken, was ihr wollt. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe so einen Hals. Echt. Ich habe so einen Hals. Wir sterben jetzt hier. Ich spiele das nicht nochmal von vorne. Das Spiel ist in meinen Augen der letzte Dreck. Es ist cool gemacht. Die Grafik ist cool. Die Story ist wahrscheinlich cool. Ich habe aber keinen Bock mehr. It's getting a bit chilly in here. Lighting a fire. Nein. Wouldn't be a terrible idea. Guckt mich nicht an. Guckt euch mal Schauerland an, der hat es durchgespielt, der hat es geschafft, wie auch immer er das gemacht hat. Oh, I see you again. We'll see. Ich spiele das nicht alles nochmal. Interessiert mich auch nicht mehr. Hello. Mhm. Yes. Für mich ist das Spiel jetzt an dem Punkt beendet. Wir sind viermal gestorben. Das ist für mich jetzt ein Ende, da alles von vorne anfängt. The synchronization with Eva was a disaster. Yes, I conducted several tests, but we do not have enough information. Mhm. But don't worry. Everything is under control. I can still interrogate the other two. What? The girl? She escaped from the cell, but she's walking through the lab. It won't take me long to chain her up. The other? I just connected him to Oxide. Ja, Michael D., wunderbar, aber sorry, nee. Habe ich wirklich keinen Nerv für. Ganz ehrlich, ich mache das nicht nochmal. Ja, danke fürs Spielen. Wie gesagt, das Spiel hat jetzt ein Ende für euch. Ja, es ist ja nicht, dass ich es jetzt mittendrin abgebrochen habe. Es ist jetzt beendet. Fertig. Aus. Ende. Dann verabschiede ich von euch und nehme jetzt für euch ein neues, anderes, vernünftiges Let's Play aus. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.